Wenn du tief in deinem Herzen etwas spürst, was du bist, was du nicht bist, dann darfst du aufhören, darüber zu schweigen, sondern ehrlich, liebevoll, ohne andere Menschen zu verletzen, nach außen deine Wahrheit sprechen. Tiefste Überzeugung ist in der Schule, auch in Ausbildungen, da lernst du für den Staat, um ein braver, angepasster Bürger zu sein. Warum werden solche Dinge nicht in der Schule gelernt? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe da eine ketzerische These, die werden wahrscheinlich nicht alle gut finden, aber ich sage sie trotzdem. Ich war ein 27-jähriger Vollidiot mit einem Diplomkaufmann, Uni-Abschluss, also BWL-Studium auf Diplom, und ich war dumm. Nicht im Sinne von nicht intelligent, sondern dumm, was das Leben angeht. Ich hatte keine Ahnung. Und meine tiefste Überzeugung ist in der Schule, sehr häufig im Studium, auch in Ausbildungen, da lernst du für den Staat, da lernst du, um Sicherheit zu erlangen, da lernst du um ein braver, angepasster Bürger zu sein. In Seminaren, Videokursen, Coachings, Büchern, Podcasts, guten YouTube-Kanälen, dort lernst du für deine Freiheit. Ausrufezeichen. Und Freunde, es ist unmöglich, Geld zu verlieren, wenn du in dich, in deine Freiheit, in deine Zukunft investierst. Egal welches Gegenstück du dir da kaufst, ja, egal ob das ein technisches Gerät oder ähnliches, alles verliert mit der Zeit an Wirkung. Allerdings das, was du dir aneignest, das kann dir niemand nehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Grenze überquerst, eine Bekannte von uns ist jetzt in die Karibik ausgewandert, ja, hat dann ein Business, auch Coachfrau. So, die mussten Dinge verzollen, wenn die jetzt nach Panama ausgewandert sind. So, wenn du das Wissen hier hast, dann können sie dir nichts nehmen. Dann kann dir auch der Staat nicht sagen, oh, Steuern nachzahlen, dann müssen sie, geht nicht. Inflation, keine Chance. Es kann dir nichts genommen werden, einfach nur, weil du deine Skills, deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten antrainiert hast und permanent bei dir hast. Und das ist das, was viele Menschen nicht verstanden haben. Und das ist schon gar nicht, was aus meiner Sicht böse These, was diejenigen, die unsere Welt regieren, da draußen wirklich möchten. Ja, sie möchten nicht aufgewachte, bewusste Menschen, die hinterfragen, sondern sie möchten Menschen, die konsumieren und einfach nur ohne ihn zu hinterfragen, sagen, ja, das war ja im Fernsehen und muss es ja stimmen. Ist das wirklich wahr? Es war im Fernsehen, deswegen muss es wirklich stimmen. Wusstest du, dass die Nachrichten und die Presse und die Medien im deutschsprachigen Raum nur vier Familien gehören? Vier Familien. Und wenn der Chefredakteur bzw. der Chef von diesen vier Familien zum Chefredakteur sagt, das sind die Nachrichten, die in den nächsten 2, 3 Monaten kommen sollen, dann werden diese Nachrichten geliefert und fertig, keine Chance. Und die Frage ist nur, erlaubst du dir auch mal wegzugehen von dem, was im Außen dir tagtäglich gezeigt wird und mal ehrlich in dich hineinzufühlen und zu spüren, ist das wirklich, was ich tun möchte, oder ist es eine Entscheidung, die durch die Gehirnwäsche wortwörtlich, ja, viele sagen ja, Persönlichkeitsentwicklung, Seminare sind Gehirnwäsche. Und da denke ich mir, okay, was ist dann Mainstream? Ja, jeder zweite Song suggeriert dir, wie sehr du den anderen brauchst. Hat nichts mit Liebe zu tun, sondern ich brauche dich so sehr. Liebe mich, ich brauche deine Liebe. I need your love, kennt ihr, ne? Alle diese Songs. Genau. Und die ganzen Nachrichten von morgens bis abends, die ganzen Kriege, Naturkatastrophen, warum? Weil die schlechten Nachrichten sich 7 bis 10 Mal besser verkaufen als gute Nachrichten. Es gibt eine Zeitschrift, ich glaube auch international gibt es sie, die heißen goodnews.org, glaube ich. Und die haben gesagt, es stinkt uns gewaltig, dass es nur Müll, nur Schmerz da draußen von morgens bis abends suggeriert wird. Wir machen da nicht mehr mit, wir steigen aus. Bei uns gibt es jeden Tag sensationelle Nachrichten. Und wenn es regnet, dann machen die solche Sachen wie 10 Möglichkeiten, was du mal im Regen Tolles erleben kannst. Mit deinem Kind in die Pfützen springen und so weiter. Das ist mal fortschrittlich. Und ja, du hast recht, diese Dinge werden nicht in der Schule gelernt. Warum? Ich habe keine Lust, mein brennendes Seelenfeuer die ganze Zeit im Keim zu ersticken und einfach nach der Nase, nach dem Mund von anderen Menschen zu reden und nach ihrer Wahrheit. Ich durfte echt lernen, unbequem zu werden in diesem Markt. Zu Beginn, wo ich vor 7, 8 Jahren irgendwann mal gestartet bin mit meiner ersten Facebook-Seite, 2014 war das, dann war ich froh, egal mit wem ich da irgendwie in Kontakt war, im Gespräch, ich war jedem einzelnen Menschen, Kollegen dankbar, das waren für mich alles wie Götter. Und weil ich mich zu sehr angepasst hatte, ich hatte damals 30, 40 Krawatten, ich weiß nicht, wer kennt den Maxi Mankiewicz noch mit der Krawatte von früher? Ja, Anzug und immer eine bunte Krawatte.
Wenn ihr euch einen lustigen Abend machen möchtet, geht mal auf YouTube, geht mal Maxi Mankiewicz ein und geht mal die ältesten Videos ein. Ja? Dann siehst du einen Typen, der ganz anders aussah und ganz viele Krawatten trug, weil er gefallen wollte, weil er sich anpassen wollte. Und je länger ich Zeit mit dieser in unserer Szene, in der Seminarszene verbracht habe, umso mehr habe ich gespürt, ich habe keine Lust zu sein wie all die anderen. Aber es hat lange gedauert, bis ich meine Wahrheit nach außen sprechen durfte und auch mich getraut habe. Ich habe mit Anfang 20 schon spirituelle, übersinnliche Erfahrungen gesammelt, kennengelernt. Von denen hast du in den letzten 15, 16, 17 Jahren relativ wenig bis gar nichts erfahren. Einfach weil ich dachte, nur weil es meine Wahrheit ist, dann darf ich sie nicht mit den Menschen kommunizieren. Das ist Blödsinn. Wenn du tief in deinem Herzen etwas spürst, was du bist, was du nicht bist, dann darfst du aufhören, darüber zu schweigen, sondern ehrlich, liebevoll, ohne andere Menschen zu verletzen, nach außen deine Wahrheit sprechen. Wenn deine aktuelle Beziehung gerade angespannt ist, nicht irgendwie zum Partner gehen und sagst, das läuft gerade kacke und den anderen schuldig angucken, sondern es stinkt mir gewaltig, dass wir es gerade nicht schaffen, unsere volle Größe in dieser Beziehung zu leben, weil du bist mir wichtig. Ich habe mich dafür entschieden, ob bewusst oder unbewusst, mit dir in dieser Partnerschaft zu sein und ich bin stinksauer auf mich selbst, auch auf uns, dass wir es nicht schaffen, unseren Arsch hochzukriegen. Und ich steige aus dieser Nummer aus und ich möchte, dass wir ab sofort uns Regeln einführen, dass wir uns die Frage stellen, was möchtest du in dieser Beziehung, in der Partnerschaft erleben, was auf keinen Fall mehr. Und dass wir uns tagtäglich, und wenn ihr euch Noten gebt, Freunde, ja, heißer Tipp, habe ich noch nie gesehen, ist mir irgendwas selbst mal eingefallen. Ich habe in meiner Partnerschaft, haben wir uns schon Noten gegeben, wirklich wahr. Und zwar nur von 1 bis 4. 1 sensationell, 2 guter Tag, 3 unbewusster Tag, 4 Katastrophe. Nicht 1 bis 6, dann bist du zu sehr so im Ja oder Nein und halbwegs gut auf den Punkt. So, jetzt passiert sehr, sehr vieles, weil Menschen in die Verantwortung gehen und nicht sagen, ach ja, er, ach ja, sie, langweilig und dann sterben die Menschen weg. Und um zu der Frage zurückzukehren, warum werden solche Dinge nicht in der Schule gelernt? Ich habe gerade ein tolles Interview gehabt mit einem Kollegen, und der ist im Bereich Geld tätig. Und dann sagte er, als sein Sohn 10 Jahre alt war, kam er eines Tages nach Hause und sagt, Papa, kannst du mir helfen? Ich soll hier einen Antrag ausfüllen, den habe ich in der Schule nicht geschafft. Und er sagt, okay, was ist das für ein Antrag? Und dann sagt sein Sohn, ja, das ist so ein Hartz-IV-Antrag und dann sollten wir im Ethikunterricht, sollten wir den entsprechend üben, auszufüllen. Und dann ist der Vater, der sehr, sehr starkes Erfolgsmindset hat, mehrfacher Millionär, kluger Mann, hat dann gesagt, okay, was war die zweite Alternative, die er zu diesem Hartz-IV-Antrag in der Schule ausfüllen durfte? Und dann sagte der Sohn, wie meinst du das, Papa? Es gab nur diese eine. Und dann ist diesem Mann zu Recht der Kragen geplatzt, der sagte, ich hatte einen Puls auf 240. Er sagt, am gleichen Tag ist er noch in die Schule gefahren, hat die Direktorin bestellt und hat mit ihr gesprochen, hat gesagt, was passiert mit unseren Kindern im Alter von 10 Jahren, wenn wir sie jetzt schon vor einem Hartz-IV-Antrag hinsetzen und nicht eine Gewerbeanmeldung oder ähnliches, ja, Selbstständigkeit oder eigenes Business, dass sie jetzt schon ins Gefühl reingehen, wie fühlt sich das an, wenn ich später mal einen Hartz-IV-Antrag ausfülle? Wie krank, Entschuldigung, scheiß benebelt ist diese Welt. 10-Jährige, die direkt unreflektiert auf die Festplatte da drauf gespielt bekommen. Ah, so fühlt sich ein Hartz-IV-Antrag. Ah ja, so fühle ich den aus. Verstehst du? Kranke, kranke Welt. Ich weiß, meine Kollegin, wunderbare Freundin Laura Seiler, hat mal erzählt, sie hatte auch am Anfang ihrer Karriere, ist ja auch damals zu, ich glaube, Finanzamt gegangen. Dann haben sie gesagt, was schätzen Sie denn, was möchten Sie verdienen? Dann sagt sie, keine Ahnung. Und dann sagten sie zu ihr, heiße Empfehlung, mach mal hier Kleinunternehmerregelung, dann darfst du im ersten Jahr 17.000 Euro verdienen. Und Laura ist Sternzeichen Löwe und sagt so, mach mir die Tür zu, dann will ich erst recht durch, ja. Und hat sie gesagt, sie war so wütend und hat gesagt, wer definiert mir bitte, dass ich in meinem ersten Jahr maximal 17.000 Euro verdienen darf, ja. Und das ist genau das Mindshift, dass jeder Mensch, der in Freiheit, Wohlstand, Fülle leben darf und möchte, braucht. Niemand da draußen kommt zu dir und gibt dir eine Erlaubnis zu einem besseren Leben. Das darfst du nicht erwarten im Außen, sondern du entscheidest, was in deinem Leben möglich oder nicht möglich ist. Freunde, hört auf, um Legitimation zu bitten und zu warten, dass jemand kommt und im Außen sagt, du bist großartig, du bist es. Hört auf damit. Ihr braucht nichts. Ihr braucht nur eine Entscheidung,
und Erfolgswissen. Das sind einfach nur zwei Säulen. Erfolg ist relativ einfach. Du brauchst eine absolute Herzensentscheidung. Was bist du? Was bist du auch gleichzeitig nicht? Ja? Eine Entscheidung bedeutet immer ein Ja und ein Nein. Und viele Menschen sind da schon nicht bereit loszulassen. Oh Gott, es wäre schön, wenn wir was Neues machen würden, aber was soll ich dann loslassen? Nee, das möchte ich wiederum nicht. Ja? Also da haben sie keine Entscheidung und dann 5 Jahre später sind sie am gleichen Punkt wie vorher, allerdings mit weniger Selbstvertrauen. So, und die zweite Säule ist, du brauchst eine klare emotionale Entscheidung. Tief im Herzen hast du die Entscheidung getroffen. Die zweite Säule ist, wie erreichst du dein Ziel? Das sind die Praxistools, das sind die Werkzeuge und das ist das, was wir mit meinem Team tagtäglich tun. Wir bauen eine Genieakademie, beziehungsweise die ist halbfertig aus meiner Sicht, mit über 20 Kursen, die derart herausragend ist, was Content angeht. Und das klingt jetzt nach billiger Werbung, das ist es aber gerade gar nicht. Weil wenn du wüsstest, wie viele Stunden und vor allem Geld ich weltweit ausgegeben habe, damit wir dann am Ende einen Videokurs für 200-300 Euro, ich glaube 247 Euro anbieten können, und du auch ein paar Kurse gesehen hättest, dann würdest du nicht sagen, Maxim, das kostet aber viel Geld. Ja, ich habe für diese Kurse im Schnitt pro Kurs irgendwo zwischen 20.000, wenn es schlecht war, bis zu 70.000, 80.000 Euro investiert pro Thema. Weltweit, um von den Besten zu lernen und dann auf den Punkt runterzubrechen. Und Menschen haben Geld für einen Urlaub, aber Menschen haben kein Geld, um ihre eigene Persönlichkeit zu stärken, um heute etwas für ihre bessere Zukunft zu tun. Und dann sage ich, okay, dann darf jede Seele ihren eigenen Weg gehen. Ich sage immer, Persönlichkeitsentwicklung ist etwas, wofür die meisten Menschen kein Geld ausgeben wollen, aber jeder, der in Freiheit, Wohlstand und Fülle leben möchte, unbedingt sollte. Nur Persönlichkeitsentwicklung ist ein besseres Leben, aber es tut nicht weh, wenn du heute nichts veränderst. Weil die meisten Menschen sagen, mein Leben ist ja gut, Maxim. Und da haben die recht. Und das heißt, du brauchst zwei Dinge. Eine emotionale Entscheidung, das ist dein Warum. Warum tust du das oder warum tust du das nicht mehr? Und die zweite Ebene ist, das sind die Praxistools, das ist das Wie. Erste emotionale Ebene, warum. Zweite Ebene ist das Wie, erreichst du dein Ziel? Wie kommst du in die Umsetzung? Und das ist das, was wir mit meinem Team tun. Egal ob Thema Gesundheit, Thema Seelenarbeit, Thema alte Blockaden loslassen, deine Berufung finden, mit Social Media durchstarten, Körpersprache von anderen Menschen lesen, deine Beziehung verbessern. Also egal, welche Fragen du hast, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir da einen passenden Kurs haben. Das sollte jetzt allerdings kein Werbeblock sein, sondern das ist meine Mission. Also das ist meine Seelenaufgabe, warum ich hier bin. Das weiß ich sogar. Ich habe ein bisschen reingeschaut, warum ich mich entschieden habe, herzukommen. Und das ist einfach Wissen, herausragendes Wissen, nicht Oberfläche kratzen. Das ist nicht meine Welt, das mag ich nicht. Aber wirklich herausragendes Wissen in leicht verständlich Deutsch für jedermann, jede Frau zu einem günstigen Preis anzubieten, was sich jeder leisten kann. Im Zweifel in zwei Raten für 100 Euro und einen Monat später irgendwie ein paar 100 Euro und ein paar zerquetschte nächsten Monat. Ich kenne viele Kollegen, hatte ich jetzt gerade Interviews gehabt, die haben gesagt, wir erhöhen gerade unsere Preise. Der billigste Kurs, den es bei uns gibt, sind 5, 6, 700 Euro. Der teuerste Kurs sind 10.000 Euro für Videokurse. Und dann habe ich mir gedacht, muss ich auch meine Preise erhöhen? Und dann habe ich gespürt, nein, das ist nicht das, was ich im Herzen fühle und warum ich hier bin, sondern ich möchte eine Akademie aufbauen. Ich weiß, am Ende sind es über 40 Kurse wirklich zu allen Themen, was wir in der Schule, in der Uni niemals beigebracht bekommen, was deine Verantwortung ist und nicht vom Schulsystem, wo allerdings du die Zügel in deine Hand nimmst und dann in die Umsetzung kommst. Und das ist das, was wir mit meinem Team tun. Also innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre werden diese 40 Kurse zu allen Lebensbereichen stehen. Wie du schaffst, zum Beispiel das Gesicht von einem anderen Menschen innerhalb von Bruchteilen zu analysieren, zu verstehen, zu erkennen, wer ist er eigentlich gegenüber von dir, was hat er für Talente, Gaben, Fähigkeiten. Du verstehst dich selber, was hast du für Talente, Gaben, Fähigkeiten. Und da gibt es weniger Drama, weniger Konflikte, Auseinandersetzungen, weil du weißt, wer ist da gerade vor dir. Ja, und all diese Kurse, die 23 Kurse sind bereits fertig. Das war eine wahnsinnige Arbeit in den letzten Jahren. Ich freue mich sehr, dass du bis zum Ende geschaut hast. Die Frage ist, wie geht's in deinem Leben weiter? Wenn du Lust hast, wirklich massiv durchzustarten, so lade ich dich in unsere Genieakademie ein. Einfach auf den Button hier klicken und durchstarten.